Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Airport CEO. Mein Name ist Garderol, schön, dass du wieder dabei bist und mit mir gemeinsam hier unseren Airport begutachten. So, insgesamt fahren wir so langsam auf sich in die Gewinnzone, das haben wir letztes Mal schon festgestellt. Aber es würde schon besser gehen, wenn wir unseren Flughafen besser auslasten würden. Hier im Moment mit den kleinen Fliegern, aber wir können natürlich dann demnächst auch größere bauen. Ich würde aber gerne mal schauen, was das Procurement noch für uns hat, bevor wir uns an die Kleinarbeiten geben. Wir haben den Spamfilter aktiviert. Was wir als nächstes noch machen sollten, wäre, ja, wir können mal eben ins Tutorial schauen, welche Reihenfolge das Tutorial für uns vorsieht, wenn das Tutorial funktionieren würde. So, das Tutorial würde vorsehen, dass wir 5, ja, GA-Flights und dann Fuel Services haben wir ja schon. Also gut, dann lassen wir das mal eben ablaufen. Wir können mal eben gucken, was die Sachen so kosten. Baggage Handling Service, ja, 250.000, ne? Seht ihr also, gut, dass wir da noch ein bisschen aufgepasst haben. Jet A1, das wäre dann der Service, um die großen Flieger auch zu betanken, aber ich glaube, so viel mehr bringt das gar nicht, oder? Für 100.000. Nachtflüge 150.000. Damit könnten wir zumindest die Start- und Landebahn etwas entlasten, aber mal schauen. Also im Moment sieht es ja noch ganz gut aus. So, Geschäfte laufen. Da müssen wir auch immer aufpassen, dass die Verträge nicht auslaufen. Und das Problem daran, dass wir jetzt diese Geschäfte auf die Größe gebaut haben, wie diese Kontraktinhaber die gerne hätten, ist, wenn der Nächste die jetzt ein bisschen größer haben will, haben wir schon ein Problem. Da müssten wir alles komplett umbauen. Und deswegen würde ich gerne von der Idee wieder so ein bisschen runterkommen, weil die war, glaube ich, gar nicht mal so gut. So, wir müssen noch hier ein bisschen an unserem Design arbeiten. Wir brauchen hier zum Beispiel noch so eine Warteschlange. Ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu lang, ne? Kann man die nicht, wieso kann man die nicht rückgängig machen? Machen wir es mal so. Und dann vielleicht noch einen nach unten. Oder so. Genau. Ich wäre hier mein System mit den... Also eigentlich wollte ich ja mein System hier mit den blauen Streifen fortführen, aber es wird gar nicht mal so einfach, stelle ich gerade fest. Und hier haben wir auch das Problem, ne? Dass General Aviation jetzt natürlich dem normalen Betrieb so ein bisschen im Weg stehen könnte, möglicherweise. Und was wir noch machen wollten, ist... sieht auch jetzt hier, die Flieger lasten gerade voll aus. Sehr gut. Maple Airlines kommt kaum noch dazu. Das heißt, ich würde fast sagen, dass wir hier den dritten Dingen hier anschließen noch. Aber ich glaube, dass wir durch Commercial Flights halt mehr verdienen. Sollten wir vielleicht mal in Ruhe gucken. Das Problem ist halt, wie gesagt, hier Daily ist ein bisschen... Ja. Aviation Fuel Service 400. Landing Fees 1500. Franchises 1200, ne? Seht ihr, was ich meine? Die Boni kriegen wir natürlich daraus nicht rein, ne? Building and Item Operations. Employee Salaries sind regelmäßig, sind 450, 500. Und administrativ sind die Steuern, sind 800. Also wir kriegen auf jeden Fall ein Plus minus Null hin. Das heißt, wir können riskieren, würde ich mal sagen, dass wir hier unser Terminal erweitern. Um ein oder um zwei? Was meint ihr? Wir gucken mal, was es kostet. 20.000. Ist ja nix, ne? Machen wir 20.000. So. Das bedeutet, dass da gleich wieder die Mitarbeiter angelaufen kommen. Blöd, dass wir hier oben jetzt... Also wir haben so viel Leerfläche hier. Das wird alles ein bisschen komisch. Und was ich gerne machen würde, ist irgendwie farblich diese Sicherheitsbereiche und so auch noch irgendwie einfärben. Jetzt haben wir natürlich hier schon dieses Blau genommen, also sonst nehmen wir mal das helle Blau. Dann ist das hier... ist alles Sicherheitsbereich.
Dann würde ich einfach mal hingehen. Und ganz locker flockig hier noch zwei Eingänge reinsetzen. Dann würde ich die Mauer entfernen. Und dann brauchen wir noch hier Check-in-Desks. Must be placed in a secure zone. Das Problem bei dem automatischen Mitarbeiter, der jetzt die Flüge einteilt, ist natürlich, es kann sein, dass der jetzt natürlich dann alles voll macht und uns dann entsprechende Infrastruktur fehlt, die wir uns dann plötzlich nicht leisten können. Das wäre so das, so ein bisschen der größte Gauland, der uns unterlaufen könnte. So. Dann hatten wir hier, glaube ich, Concrete Floor. Jawohl. Und dann schalten wir hier. Okay, das geht noch nicht. Da werden wir noch weitere Check-in-Desks, also hier, ne, brauchen. Und weiteres Personal natürlich auch. Würde ich jetzt einfach mal da hinstellen. So. So. Also, der Boarding Desk muss erst gebaut werden. Dann haben wir hier Check-in. Ich würde, glaube ich, irgendwo noch so ein Update stehen aus. Jetzt macht der einfach das Windows-Update. Ich glaube, ich muss das wirklich gleich ausführen. Muss ich vorher erst noch so ein dämliches Backup machen wieder, dass man das wieder irgendwie hing, weil das macht ja alles kaputt immer. Ja, das ist auch noch nicht optimal. Hm. Die fahren immer nur die erste Bushaltestelle an hier. Ich weiß auch gar nicht, warum sie das tun. Konnte man das nicht irgendwo noch beeinflussen? So, mal gucken, wie man das noch optimaler hinbekommt. So. Insgesamt scheinen die Flieger auch größer zu werden. Jetzt ist hier der Boarding Desk. Das heißt, wir können den einschalten und den hier aus. Und den einschalten und den hier aus. Und dann bauen wir hier nochmal wieder die Schlange. Genauso wie da. Da hinten haben wir gar keine. Ich glaube, die Schlangen brauchen wir auch noch nicht bei den kleinen Fliegern. Was wir nur eventuell brauchen. Ach, guck mal, jetzt hat er den auch schon angenommen hier. Ja, der macht da übereinander, ne? Also das ist, wenn man das nicht selber macht. Ob das so ideal wird, ich weiß es nicht. Und wir werden wahrscheinlich noch eine dritte Fluggesellschaft dazu holen müssen. Da schauen wir mal, wer da für uns fliegen will noch. Ja. Dann nehmen wir mal hier die Fly Penguin. It's a medium class service carrier for young modern okay air. Ja, probieren wir mal. Also in dem Flavor Text stehen offenbar dann auch Differentiations drin. Sollen wir ein bisschen aufpassen. Und ich überlege gerade, ob wir in der Tat das gesamte Terminalgebäude größer bauen. Da können wir nämlich hier noch mehr Kommerz reinbauen. Aber selbst das ist ja nicht fulfilled. Oder müssen die Sachen hier oben rein? Das ist natürlich jetzt die Frage, weil die meiste Zeit laufen die Leute hier oben drin rum. Das können wir rausfinden, indem wir jetzt einfach mal hier oben auch ein Geschäft reinbauen. Und dann gucken, wie sich das ergibt. So, dazu müssen wir als erstes die Secure Zones ändern.
Und ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir da auch einen Kaffee reinsetzen. Und zwar 1500, 1400, 130, 650. Nehmen wir den hier mal. Das wären auch 17, machen wir mal 18 oder so. Pass auf, jetzt habe ich folgende Idee. Wir machen mal. Ah, das ist auch blöd, ne? Ne, gar nicht. Die Check-In-Desks müssen ja eigentlich gar nicht alle nebeneinander. Dann machen wir mal hier. ...18 mal 8. Jetzt sind es nur noch 17 mal 8. Oh gut, da können wir das hier oben hin einen größer machen. Dann haben wir mal 9. So. Und dann... damit wir so ein bisschen auch wieder den Unterschied haben, machen wir hier mal, guck mal, jetzt haben wir 17 mal 9. Und dann machen wir daraus ein, was wollen wir machen? Ein Café, ne? So, das ist dann in der Secure Zone drin sozusagen. Da wollen wir hier den Biel-Bier-Schalter reinmachen. Und die hätten gerne einen Coffee-Counter und 4 Coffee-Fridges. Coffee-Counter. Na, da ist natürlich jetzt blöd. Hä? So. Dann könnten wir das höchstens... so machen, dass die Verkäufer hier oben stehen. Wir wollten ja haben 4. So, dann bekommen wir hier nochmal 650 dazu. Und wenn wir 1000 verkaufen, 18.600. Sehr gut. Was natürlich jetzt noch fehlt, ist wieder mal hier ein bisschen Flavor, ein bisschen Einrichtung. Dann nehmen wir hier mal wieder hier die... machen wir mal so. Weil so viel sitzen die Leute gar nicht, ne? Wir gucken mal. So, was wir jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob ich noch schuldig bin, ist, dass wir jetzt mal schauen. Alter, was hat der denn hier? Was verkauft der denn überhaupt für einen Schrott? Würden die Läden vielleicht mehr verkaufen, wenn wir... wenn wir mehr, also wenn wir mehr Sachen da drin stehen hätten? Keine Ahnung, warte mal, wie ist denn das so rum? Kostet uns ja nichts, ne? Kann ja nicht verkehrt sein. So, was bin ich noch schuldig? Die Flugplanung. So, wir haben jetzt hier Tulip Airlines. Die offern hier für heute gar nichts mehr. Und morgen auch nicht, weil da auch schon wieder voll ist. Flights not offered yet, please wait. Active Flights 95. Maple ist halt mit uns nicht zufrieden, weil wir die schon nicht erfüllen können, ne? Also es war wahrscheinlich keine gute Idee. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich eh noch hingehen und noch weiter ausbauen, dass wir insgesamt auch noch mehr Auslastung kommen. Aber dazu müssen wir auch mal hier nochmal diese Buslinien-Ding optimieren hier.
Pass mal auf, das reißen wir erstmal ab. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich weiß nur noch nicht wie. Weil diese Busstops. Weil die so kann man die auch nicht machen, ne? Wenn wir den so machen. Aber der will. Hier vorne will er rein. Und dann müsste er eigentlich hinten wieder raus, ne? Sollen wir das mal probieren? Ah, dann kommen die Leute, kommen nicht dann durch, ne? Also. Daran probieren wir in der nächsten Folge ein bisschen rum. Ich glaube, wir können auch mal ein paar Mitarbeiter hier rausschmeißen. Das ist nämlich auch ein bisschen voll. Mal gucken. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, wie wir das hier erweitern. Also, bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.